Hallo, hier ist Philipp Haas von Research TV. In diesem Video möchte ich nochmal kurz die Nintendo-Aktie vorstellen. Wir haben ja schon mal ein längeres Video gemacht mit dem Tillmann, sich dazu auch gerne das anschauen. Ich glaube, da wird der Investment Case, die Chancen, aber auch die Risiken ganz gut dargelegt. Aktie hat sich seitdem in einem sehr, sehr schwierigen Markt eigentlich gut entwickelt. Und ich denke, man kann Nintendo ein bisschen so als eine Value-Quality oder Growth-Quality-Aktie sehen. Natürlich ist es keine reinrassige Wachstumsaktie mehr, aber nach der Übernahme von Activision ist es der größte Pure-Play-Gaming-Konzern der Welt. Sony ist zwar größer, aber die haben ja noch viele andere Sachen. Also wenn man auf Gaming setzen möchte, kann man sich, denke ich, Nintendo einmal anschauen. Aber wie immer, ja, das hier ist keine Empfehlung, keine Anlageberatung. Ich bin indirekt über Investmentprodukte, die ich berate, hier investiert. Daraus können sich Interessenkonflikte ergeben. Das sollte man wissen. Und das Besondere an Nintendo ist, dass ihre Spiele vor allem auch für die gesamte Familie, nutzbar sind und sich auch eher an den Casual Gamer richten, wie zum Beispiel mich. Ja, ich glaube, die meisten haben früher mal vielleicht mal Mario Kart oder so Sachen gespielt oder Pokémon auf dem Game Boy. Also das ist sehr starke IP, also dass sie eigene Rechte an solchen Marken haben. Das ist natürlich ein großer Vorteil, den sie noch mehr monetarisieren sollten. Ich glaube, da haben sie ein bisschen viel liegen gelassen zuletzt, aber das ist natürlich etwas wert und was oft so auch nicht in den Bilanzen auftaucht. Also Nintendo ist sicherlich etwas, womit viele hier gerade auch so in meinem Alter mit aufgewachsen sind und auch einen sehr, sehr großen Bezug zu haben. Immer noch vielleicht jetzt auch mehr Geld verdienen und dafür dann auch Geld ausgeben. Oder jetzt, wenn ich zum Beispiel die Kinder ein bisschen größer sind, kann ich mir auch gut vorstellen, dass dann vielleicht auch mal eine Nintendo-Konsole gibt, was man dann zusammen mit den Kindern machen kann. Nintendo, wie man weiß, ist sowohl Hardware als auch Software. Also sie bringen alle 5 bis 8 Jahre oder eine neue Konsole raus und entwickeln dann dafür eigene Spiele, aber auch andere können Spiele dafür entwickeln. Eines der erfolgreichsten ist Pokémon. Daran sind sie auch beteiligt mit um die 30%. Und da gab es ja letztlich auch mal wieder so einen Hype mit Pokémon Go. Könnte ich mir vorstellen, wenn Virtual Reality das mit dem iPhone nochmal besser wird, dass dann nochmal was kommt in diese Richtung. War ein ziemlicher Hype, hat dann wieder nachgelassen, ja, aber da wird die Technik auch eher besser und das hat man halt alles und kann dann nochmal, sag ich mal, so einen Trend setzen und profitiert halt dann entweder über die Beteiligung an Pokémon oder natürlich auch, wenn man es über eine eigene Plattform bringt. Das Besondere an der Switch die ist eher ausverkauft, ja, man kriegt die teilweise gar nicht wegen der ganzen Hardware-Problematik. Das ist natürlich nicht so schön, aber man kann sie halt sowohl als Konsole nutzen, ja, am Fernsehen oder halt auch zum Mitnehmen. Und dadurch hat sie, glaube ich, auch einen besonderen Platz bei Kindern oder sie hat halt so ein Dual-Use, ja, dass man es dann doch doppelt nutzen kann. Denn Konsolen werden natürlich ein bisschen es schwieriger haben in Zukunft. Wir haben einen Fire TV, wir haben dann irgendwie ein Apple TV. Da kann ich natürlich dann auch immer mehr Gamings drüber laufen lassen. Aber wenn ich halt sowas habe, gerade für Kinder, für unterwegs, hat das, glaube ich, noch eine Berechtigung. Gerade wenn man nicht will, dass halt immer das Handy oder so dabei ist. Aber es ist natürlich eine Gefahr, wenn es halt diese neuen Plattformen an Smartphones etc. gibt, dass man da so ein bisschen austauschbarer wird, aber sie haben natürlich halt auch viel Software. Ja, man kann auch Mario Kart auf dem iPhone spielen, wurde ja auch in der Keynote von Apple mal präsentiert. Da gibt es natürlich mehr Konkurrenz als früher und das ist sicherlich auch eine Gefahr für die Firma. Die Chancen liegen aber halt, wie gesagt, halt bei der eigenen IP. Sie machen jetzt auch sogar Freizeitparks, finde ich auch ganz spannend. Da soll sogar einer nach Deutschland kommen, nach Osthofen bei Frankfurt, und der soll nochmal deutlich größer werden als der in Osaka in den USA. Also das zeigt, dass sie dann im Weg ein bisschen von Disney gehen, dass sie halt ihre eigene IP da mehr monetarisieren. Neue Konsole ist noch nichts Konkretes geplant, weil wie gesagt, die Switch kann man oft noch gar nicht so kaufen, ist ausverkauft. Können wir vorstellen, dass es halt eine Switch 2 gibt. Also ab 24 ist was geplant und dann wird die Aktie halt auch wieder interessanter, weil das Wachstum kommt halt oft dann immer über so eine neue Konsolengeneration. Einerseits verkauft man die Hardware, aber halt auch neue Spiele. Trotzdem, man ist in den letzten Jahren weiterhin gewachsen. In 22
nicht, ja, weil A, die Switch natürlich schon eine gewisse Reife erreicht hat. A, wir wissen alle, es gibt Lieferschwierigkeiten. Trotzdem, was sehr beachtlich ist, wir haben hier Nettomargen von 28%. Ja, und das ist schon extrem hoch, obwohl da auch eine Hardware-Komponente dabei ist und zeigt, dass Nintendo durchaus eine Qualitätsfirma ist, die allerdings schon sehr japanisch konservativ ist, auch so im ganzen Auftreten. Wir sehen, wenn wir uns hier die Investorenpräsentation durchgehen, das ist nicht so geschliffen wie bei anderen Firmen. Und die letzten Finanzzahlen waren noch eher ernüchternd, Umsatz leicht rückläufig. Der Nettogewinn allerdings stabil, was ja oft wichtig ist. Und das kann sich halt dann noch wieder in den nächsten Jahren beschleunigen. Ich glaube, sie sind eher konservativ im Ausblick. Und wenn sich das mit den Konsolen, Hardware-Problemen ein bisschen normalisiert, dann sollte der Gewinn da auch wieder stärker steigen. Plus oft sind die Entwicklungskosten dann abgeschrieben. Ja, sie haben halt auch einen großen Puffer mit dieser Net-Profit-Marge. Ne? Also selbst wenn jetzt mal die Umsätze nochmal 5% zurückgehen würden, ja, schlechte Firmen oft haben dann plötzlich Verluste. Hier ist auch in der Krise, dass sie hier weiterhin Gewinne schreiben können. Und was vor allem beachtlich ist, obwohl der Umsatz rückläufig war, ist die Marge gestiegen, was ein sehr positives Zeichen ist. Trotzdem, deswegen Value Growth, ja, ist es natürlich keine reinrassige Wachstumsfirma mehr, die aber sehr international aufgestellt ist. Ja. Japan ist so 21% vom Umsatz, USA 40%, Europa 25% und anderes Asien 10%. Ich glaube, da ist noch mehr Potenzial, gerade so China sind sie nicht so stark, weil es vielleicht aus Japan kommt, also Südostasien, die sich das vielleicht dann, wenn sie in die globalen Mittelschicht noch mehr kommen, auch noch mehr leisten können. Allerdings, Nintendo lebt halt auch davon, von meiner Generation, die halt damit aufgewachsen sind, als noch nicht so viel Gamings gab. Die nächste Generation gibt es natürlich mehr Konkurrenz. Ne? Gaming ist sehr umkämpft. Das darf man nicht vergessen. Deswegen, ich will es gar nicht zu lang werden lassen. Kurz vom Fazit. Produkt ist top. Marke ist sicherlich eine der besten der Welt. Marktwachstum sollte auch weiter zunehmen und sie profitieren natürlich auch noch, dass Games auch mehr digital bezogen werden können, dass man vielleicht mehr Subscription verkaufen kann wie Sony. Wettbewerb ist allerdings intensiv und Umsatzwachstum war zuletzt stark, ist aber abgeflacht. Margen extrem hoch und auch die Bilanz, sie haben sehr, sehr viel Netto-Cash. Das gibt dann doch gute Noten und denken 23er KGV für die führende Gaming-Firma bei diesen Margen und Bilanz plus diese Marken, bei Inflation werden Marken ja auch mehr wert, kann man dafür schon zahlen und dann kommen wir doch zum gewissen Aufwärtspotenzial. Dazu gibt es auch noch eine Dividende und das ist so eine typische Aktie, die ich im aktuellen Umfeld so als Stabilitätsanker nicht so schlecht finde. Gerade Japan ist ja auch eher günstig und auch nicht ganz so korreliert mit den Aktienmärkten. Aktie hat sich, wie gesagt, ja auch relativ gut gehalten, wenn wir uns hier auch nochmal den Chart anschauen. Das ist in so einem schwachen Markt, das ist ein Zeichen, aber hier sollte man jetzt auch keine schnelle Verdopplung erwarten, aber ja, das muss jeder selber wissen, welche Renditen er dazu rechnet, aber es ist sicherlich eine Aktie, die meiner Meinung nach auf 2-3 Jahre besser ist als Cash und einfach ein bisschen unkorreliert ist und wenn die neue Konsole kommt oder vielleicht ein bisschen das Wachstum kommt, dann können hier auch mal Multiples jenseits der 20 gezahlt werden und dann hätte man doch auch ein bisschen Aufwärtspotenzial. Ansonsten gibt es halt, wie gesagt, auch die Dividende oder wenn man eh ein Nintendo-Fan ist, hat man vielleicht auch eine emotionale Rendite. Was ist eure Meinung dazu? Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.